Große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Das Starke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Soll ich von diesen Jugendschweinen noch ertragen? Ich schlachte meine Männer ab wie Fliegen. Kennen Sie schon das neueste Gerücht, das Sie in Ihrem angstgetriebenen Wahn verbreiten? Der, der meine Männer mit einem Prügel totschlägt, der, den man Bärenjude nennt, soll ein Golem sein. Das ist doch Soldatentratsch. Kein Mensch glaubt wirklich, dass der Bärenjude ein Golem ist. Und wenn doch, die schlüpfen uns doch ständig durch die Finger wie Gespenster, die nach Belieben erscheinen und verschwinden können. Sie wollen beweisen, dass sie aus Fleisch und Blut sind, dann bringen sie sie mir. Ich werde sie nackt an ihren Füßen am Eiffelturm aufhängen. Und ihre Leichen in die Kanalisation werfen lassen, dass die Ratten von Paris sich an ihnen mästen. Kleist. Das war ein Befehl. Befehl an alle in Frankreich stationierten deutschen Soldaten. Der jüdische Entartete, bekannt als Bärenjude, ist von jetzt an nie mehr als Bärenjude zu bezeichnen. Wer oder was ist ein gefreiter Butz? Ich hätte gut daran getan. Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Selbstverständlich will ich ihn sehen. Danke, dass Sie mich erinnern. Schicken Sie ihn rein. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen. Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt 5 Kilometer vom Stettkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die braucht eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reingekommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Luftwaffe! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Pero mi fidel el duodécimo avanza en dirección al Elba. Pues que dé media vuelta, maldita sea. Desprotegeríamos ese frente. ¿Cómo se atreve a dudar de mis órdenes? ¡Hay que hacerlo! Creo que lo he dejado bien claro y no admito protestas. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional, el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él, podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. En una palabra, la semilla de nuestro patriotismo regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha, de la cual las mejores espigas las hemos de depositar en el altar augusto de la patria.
A 500 caras, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. Kennst du die Figur im Auswärtigen Amt? Die wird schrecklich gut in meinen Garten passen, zu dem Bassin. Bitte schön, kauf sie mir doch, wenn alles gut geht und wir noch aus Berlin rauskommen. Aber Chopin, ich weiß doch gar nicht, wem sie gehört. Wahrscheinlich ist sie Staatseigentum, dann kann ich sie nicht in deinen Privatgarten stellen. Ach, wenn es dir gelingt, die Russen zurückzuschlagen und Berlin zu befreien, dann kannst du schon mal eine Ausnahme machen. Die Logik der Frau. Schau, du bist ganz schmutzig. Den Rock kannst du aber nicht mehr anziehen. Du musst dem alten Fritz nicht alles nachmachen und auch so unappetitlich rumlaufen wie er. Das ist schließlich mein Arbeitsanzug. Ich kann mir doch nicht eine Schürze umbinden, wenn ich zur Lagebesprechung gehe und mit Farbstiften hantieren muss. Constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale.